So, ich mache jetzt mal die zweite Runde Man of War, wo ich das dazu kommentiere. Falls ich das erste doch so scheiße finde, wie ich vermute oder befürchte, sage ich jetzt mal wieder das gleiche wie am Anfang, so ungefähr, so wie ich es in Erinnerung habe. Also, ich habe gerade nichts zu tun. Ich dachte mir, komm, ey, hast letztens eh Man of War Video gemacht. Machst du mal wieder, nur laberst du diesmal dazu. Das ist ja ziemlich einfach und ziemlich logisch, dass man das dazu macht. War auch ziemlich dumm von mir, dass ich das davor nicht gemacht habe, aber wie auch immer. Okay. Lädt jetzt gerade, ich spiele gegen zwei Bots mit einem Bot, alle Bots sind auf schwer. Ich spiele die Russen gegen die Deutschen auf einer russischen Map. Also sieht es auf jeden Fall russisch aus. Und heißt auch Roter Oktober, also ich glaube, das ist schon ein bisschen russisch. Ach ja, die kenne ich natürlich, habe ich mir mal ein paar Mal gespielt. Da gab es hier so, ja, wo jetzt der Cursor ist, gab es so eine Flagge. Das ist so ein Modus gewesen mit einer Flagge immer. Da wurde drum gekämpft, okay. Womit fange ich an? Bei den Russen fange ich gerne mit der Sturminfanterie an. Okay, davor habe ich mit den Amis gespielt, falls ich das dann doch zeigen werde, was ich eigentlich ja doch machen sollte, wenn es doch eh jetzt fertiggestellt ist. Da habe ich mir die Dings geholt, die Elite-Schützen und MG dazu. MG sich dazu zu holen ist immer sehr ratsam, weil die wirklich sehr viel Feuerunterstützung bieten und genau das mache ich jetzt auch. Ich hole mir noch ein MG dazu, einzeln. Hier darf man nicht vergessen, dieser zweite Kasten für einzelne Infanteristen. Da muss ich nicht gleich einen ganzen Trupp holen, nur wenn man gehen möchte. Vor allem jetzt hier bei den Russen, wo ich diese Papachars oder Pepichars so gern mag, die sind echt mächtig. So, ich brauche jetzt nicht alle Infanteristen hier. Einer ist vielleicht ein bisschen wenig, vielleicht sind zwei da und zwei weitere gehen vor zu dem. Wobei hier schon Gegner zu erwarten sind. Und die gehen, die vier gehen dahin, wo mehr Gegner zu erwarten sind. Hier geht's schon los. Okay, nicht jetzt da rausrennen, sind die tot, aber das Motorrad kriege ich im Nahkampf. Gerade wenn es einen schlechten Winkel auf mich hat. Erstmal Position und dann Feuer. Okay, ich kann es vielleicht auch gar nicht richtig ein. Dann ziehe ich eine Handgranate, ziele, koche, werfe. Bam! Okay, das war's. Und jetzt kann ich jetzt dahin. Mit denen, die flankieren die ein bisschen. So, das sind Nahkampfinfanteristen. Die gehen in Deckung, die sind ein bisschen zu weit weg. Die haben das hier erobert, die gehen hier nach vorne. Mein MG ist da, die hole ich immer, habe ich gerade im Video davor auch gesagt. Ich höre jetzt auf, aber das immer wieder zu sagen. Die hole ich immer, die neuen Soldaten, zwar an die Front, aber nicht direkt an die Front, an die Kampfhandlung, sondern so, dass sie zwar griffbereit stehen, aber ich jetzt nicht die Kontrolle verliere. Und im Gegensatz zu der Runde davor, das war jetzt nicht das, was ich nicht wiederholen wollte, aber im Gegensatz zu der Runde davor ist der Anfang hier deutlich besser. So, und den einen Typen hole ich mir im Nahkampf. Okay, da kommt schon mehr Leute. Dann gehe ich hier schon in Deckung. Wie viel habe ich noch von denen? Drei. Zu viert waren sie, ja, so. Einer ist verwundet, nicht schwer verwundet. Der packt eh jetzt das Ding aus hier für F8. Ist gerade von 9 auf 8 verschwunden. Heilt sich ein bisschen. Okay. Jetzt könnte es eigentlich Zeit werden. Erst einmal hole ich das im Gegner heran. Die war nicht gut, die Position. Gucke ich mir hier eine andere an. Auch nicht viel besser. Die ist in Ordnung. Hält auch die zentrale Flagge. So, da kommt schon Oha in Panzer 2. Er sieht zwar groß und schwer aus und so weiter, ist aber nicht schwer gepanzert, wie man sieht. Der wird so, ich habe es jetzt schnell geguckt, um 30 mm. Das kriegen viele Fahrzeuge hin, aber die meisten, die ich mir jetzt holen kann, werden auch Schüsse von dem nicht aushalten. Das heißt, ich muss als erstes treffen. Oder ich hole mir eine Pack. Die macht er allerdings auch platt. Diese BA-11 hat eine ganz feine Kanone. Das ist hier so 45 mm oder was. Ja, genau. Damit müsste ich eigentlich auch eine größere Reichweite haben. Ich versuch's mal. Aber wie gesagt, erstmal ein bisschen Achtung. Oha, hier. Der räumt halt Infanterie ganz gut auf. Ja? Die räumt zwar jetzt vielleicht auch gut auf, aber der räumt besser auf. So, ich drehe jetzt die Kamera so, wie der es ungefähr sieht. So, ich sehe Felsen und Hügel. Aha, der kommt jetzt. Ja, Mann. So, ich habe gewartet, bis ein Schussweite kam und dann gefeuert. Und jetzt gebe ich dem Scheißding den Rest. Okay, da kommt noch so ein Fahrzeug. Ach, das ist leichter. Wenn es nur ein MG hat. Ah, ne, es hat auch die gleiche Kanone wie der Panzer 2, darf man nicht unterschätzen. Aber das machen die Kollegen. Machen entweder automatisch oder ich sag's. Boah, Junge, geht richtig ab jetzt. Okay. Da kommt Panzer 3N. Ich kann nicht alles auswendig, ja. Auch viele Panzer habe ich hier erst kennengelernt. Der ist aber nur gut gegen Infanterie, aber ein Auto macht er mit so einer 75 mm Kanone trotzdem platt, egal wie kurz sie ist. Ich meine, das Ding würde wahrscheinlich auch eine. Okay, das ist schon schwer gepanzert. Handgranate vielleicht nicht.
So, der ist jetzt ja gestorben, war zu erwarten. Oha, die kommen da. Jetzt gehe ich wieder hinter den Felsen. So, jetzt versuche ich mir. Riskante Aktion. Ah, scheiße, hat nicht geklappt. Ich wollte auch noch schnell eine Granate ziehen, aber irgendwie habe ich es ja zu hektisch. So, die beiden kommen mal hier ran, unterstützen das Fahrzeug ein bisschen. Der bleibt stehen, nicht zu nah an Infanterie ran, ohne Deckung. Jetzt feuere ich mal hier auf den Felsen. Vielleicht erwische ich hier was. Den einer schon mal erwischt. Ja. Auf den Boden zu schießen ist relativ schwer. Also da, wo man hin möchte. Ist ja relativ, ist ja ziemlich logisch eigentlich. Ups, Felsen treffen. Wenn ich jetzt aber einen guten Winkel zum Boden habe. Oder einfach schön Gas gebe. Dann wird das schon. So, da hat was geschossen. Das war das Mistding. Also mit der 75mm Kanone, da werde ich den kaum platt kriegen, glaube ich. Ich brauche mehr Infanterie. Ich merke schon, die geht mir aus. Der Held hier, ich brauche... Also die Rotgardisten, die zerstören richtig. Ich hole mir Marineinfanterie. Ist halt so, je teurer die Infanterie ist, ist ja nicht so, dass sie unbesiegbar wird. Oha, okay, da kommt mehr. Nee, du, der ist gleich tot. Ist ja nicht so, dass sie unbesiegbar werden, aber... Man kann sich einfach mehr Fehler mit denen erlauben. Ja. Und, die sind tatsächlich in Feuergefechten einfach viel zäher und gewinnen viele Feuergefechte. So. Jetzt habe ich hier ein paar Einheiten. Da kommt noch so ein Ding. Also gehe ich hier in Deckung. Ich teile sie auch mal ein bisschen auf. Aufteilen ist immer gut, dann können nicht alle sterben. Außerdem sehen die da noch mehr. Da kommt jetzt das, deine Panzer. Eine Pack könnte ich holen. Mir gefällt jetzt aber nicht die Strecke, die ich zu fahren hätte. Bis zum nächsten Panzer dauert's aber. Die CIS-3 müsste mit denen allen klarkommen. Mein Kollege unterstützt es auch gut. Ah, hier. CIS-3 auf Rädern, das ist doch gut. Dann könnte ich mir natürlich irgendwas holen hier. Da muss man das natürlich alles kennen. Da stehen auch nur Texte dazu. Da kenne ich auch nicht alles, ne? Also, von den Deutschen kenne ich eine Menge. Die bleiben hier erstmal hier in Deckung. Ich traue mich da nicht raus bei so einem Panzer. Ja, auch wenn es nicht der heftigste Panzer von der Welt ist, ist es ein Infanteriekiller. Und selbst wenn es kein Infanteriekiller wäre, guck mal, der ist jetzt gleich gut wie ich. Das ist Selbstmord und das kostet einfach nur. Dann verliere ich halt kurz die Flagge, macht ja nichts. Ist zwar schwer, Positionen wieder zu erobern, aber... Chill, Mann. Jetzt. So. Turm kaputt reicht mir eigentlich schon, dann kann er ja eh nicht mehr drehen. Hauptschutz kaputt, noch besser. So. Jetzt kommen die ran. Geh hinterher. Du machst jetzt hier. Der eine erwischt. Ja. So, jetzt auf die HE, aber ich brauche freies Schussfeld. War der Baum. Okay, da sollte man... Eieiei. Echt gucken, wie die Sichtlinie aussieht. Die Feuerlinie. Okay, AP. Dann geht er auch durch diesen Klotz durch und zerstört den dann so. Die gehen da rüber. Die bisschen Deckung. Ja, den halte ich noch. Hier habe ich einen MG dabei. Gehen hier hin. Der ist natürlich nicht gut gegen Infanterie, der hat nur eine Kanone. Das heißt nur eine Kanone, die macht ganz schön Wumms. Da, oh, da kommt ein Stück 3. Ist halt schwer zu knacken von vorne. Deswegen hau ich ab. Und MG hat das auch noch oben drauf. So, die räumen da gut auf. Das läuft gut, das läuft gut. Immer wenn ich sage, es läuft gut, sterben welche von mir. Oder von uns. So. Ich kann
kann es ja mal versuchen, aber das ist Selbstmord. Das SU-76 hat praktisch keinen Panzer. Ey, das wird nix. Das wird nix. Steigen jetzt mal darüber und mach jetzt mal was Verrücktes. Anhalten. Hinten ran. F2 werfen. Es war einer gestorben, aber. Es tut mir leid. So. Der steht hier ziemlich gut, weil wenn die in Schuss weiterkommen, habe ich sie auf der Flanke. Der darf jetzt aber nicht schießen. Die Kanone vom Puma ist nicht schlecht. Und irgendwie macht meiner nur Unfug. Okay, da ist ein Felsen. Hier haben wir ein Fahrzeug auf der Karte. Okay. Nichts Wildes. Die halten hier ein bisschen. Nein, Junge, nicht einfach so wieder drehen. So. Der hat halt auch keinen Turm, das heißt, da braucht man ziemlich gute Reflexe. Oha. So. Hätte der getroffen, wäre ich jetzt tot. Aber jetzt ist der tot. Hinlegen, Steuerung Q, oder? Ah ne, der Zaun steht ja noch. Da kommen sie, da kommen sie. Du wieder aufstehen und ein bisschen rattern. So, läuft gut, läuft sehr gut. Halten das. Ich meine, es kommt ja nicht auf die Flaggen drauf an. Klar, man braucht die zum Gewinnen. Aber ich brauche die jetzt nicht unbedingt sehr schnell. Wichtiger ist jetzt deswegen halt auch mit mehr Punkten, ne? Wenn man weniger Punkte macht, natürlich der erste Rush und das dann 5 Minuten hält oder so, hat dann gewonnen. Mehr Punkten ist auch entscheidend, Krieg für sich zu gewinnen. Nur für sich zu entscheiden. Und dem haben wir schon harte Verluste zugefügt. So. Der Taste für Nachladen. Der genauso. Die genauso. Bei dem gibt es nichts zum Nachladen. Okay, die gefallen mir so ganz gut. Und die hier. Ich glaube, die haben sogar 2 MGs dabei. Gehen wir dahin. Oha, oha, oha. Lieber dahin. Schneller, schneller, schneller. Ah, Mosin. Ja, 2 MGs. Also relativ wertvoll. Halt euch erstmal, dann hole ich mir Unterstützung für die. Oh, der T60 räumt richtig auf gegen Infanterie. Das ist eine gute Kombi, der SU-76 und T60. Da kann man sich auch schön die Textchen durchlesen, ist auch ziemlich cool hier. Reihe im Siegeszug auf Schlachtfeldern, ne? Da weiß man schon, okay, mächtiges Ding. Nicht unbedingt, aber. Er ist halt echt schnell. Gut genug gepanzert. Und die Kanone ist mächtig. Na. Verstanden. So geht das, Junge. So räumt man auf hier. Zum G-Wechsel, okay, jetzt müsst ihr auch nachladen. Jetzt kommen die beiden hier um die Ecke. Und wir sind ja 2 MGs, also kommt der andere da rein. Da hinlegen. Mit den MGs möchte ich nicht anstürmen. Jetzt will ich an Punkten sparen und holen mir die Partisanen und dann bleiben die auch da. Die können nämlich, also sind zum Verteidigen sind in Ordnung. Okay, ich habe hier mein SU-76 und da haben wir 2 Pumas. Welche Treffer sind die platt? Wenn die mich treffen, bin ich platt. Gucken. Bam, Nummer 1. So, und jetzt kommen die da. Und die fallen alle, wie die fliegen. So, die sind jetzt nicht so teuer, die Partisanen. Das sind mehr so. Das ist eher so Kanonenfutter.
Das heißt, ich schicke die jetzt mal einfach nach vorne. Aber ich habe ja trotzdem mit zwei MGs gedeckt und den T-60. Und der T-60 macht mal ein kleines Flankmanöver hier rüber. Bitte Vollgas. So viel Partisanen brauche ich hier auch nicht, gerade bei 2 MG Deckung. Die mit den MPs sollen aber vorne sein. So, und jetzt weg. Junge, der ist heftig, Mann. Der ist richtig heftig. Hat schon 20 Kills. Zwei Fahrzeuge? Wann hat der denn 2 Fahrzeuge? Habe ich das gar nicht gemerkt. Okay, so. Das ist gar nicht so schlecht, dass hier 2 MGs sind, aber das eine gefällt mir nicht. Wir können ruhig auf dem gleichen Platz jetzt. Aber du, Kollege, du legst jetzt mal hin. Not ist jetzt aus. Und du sollst mal schießen hier. Das haben wir gar nichts gemacht. So, kommt Panzer 4, ernstzunehmender Gegner. Der kommt wieder hierhin zurück. Der verbraucht auch kaum Sprit und ist relativ schnell. Das ist voll in Ordnung, das Ding. Das muss sozusagen. Was machen wir denn? Feuerkraft. So, wechseln auf AP. Wieso der wieder HE ist, weiß ich nicht. Und vorne geht das halt kaum, ne? Der, wobei DG ist nicht so stark gepanzert. 50 mm vorne. Vielleicht auch mal ein bisschen auf den Turm zielen, genau, dann ist der schon mal am Arsch und jetzt habe ich keine Angst mehr von dem. So, jetzt habe ich noch weniger Angst. Jetzt bin ich in den Kette beschädigt, ja. Hätte auch ruhig näher rankommen können. Hab ich einen erwischt? Nö. Verwundet. Vielleicht kann ich den Turm wegspringen. Da. Oh. Na komm, lass mich jetzt mal stehen, aber der wird jetzt wahrscheinlich weiter feuern. Jetzt hat der eine keine Munition mehr. Der mit dem MG, oh, das ist schlecht. Muss ich jetzt einen losschicken. Kann ja mit V mal gucken. Da zum Beispiel. Ah ne, Panzerkommandeur. Die haben nie was. Ah, ich weiß aber was. Ich renn zu dem Ding hier, zu dem Panzer 2. So, ah, guck mal, das ist MG-Munition. Yes. Irgendwie sind die gerade alle gestorben. So, und hier sind wieder zu viele Gegner, das heißt... Dann läuft meine Partisanen sind alle tot, also die ich weggeschickt habe, alle tot. Der hat nur noch 2 Schuss für die AP. Hier irgendwo liegt ein DP-27, das hebt es auf. Aufheben. Hinlegen. Genau so. Nachladen. Na komm, okay, hinlegen. Das war der, der losgegangen ist. Ein bisschen Munition klar machen. So, das reicht fürs Erste. Aufstehen. Der hat jetzt noch ein SVT-40 dabei. Ist nicht schlimm, weil die halten hier die Stellung. Die brauchen nicht kurz rennen. Also geht auch schon gut ab gegen Bots, sieht man. Auf. Und jetzt gönne ich mir mal was Richtiges. Jetzt mache ich sie mal so richtig platt. Hier, IS-2. Oh, klang noch scharf. Na, ist ja langweilig. Und ja, so ein LKW-Wagen mit Panzergranaten wäre jetzt nicht schlecht. Ein LKW-Wagen. Mit T-60. Den mach ich jetzt mal kurz.
kurzen Prozess zu denken. Automatische Waffen, nicht immer, aber kann man gut nachladen. So, so einen schweren Panzer kann man auch gerne mal so richtig präsentieren, so schmackhafter hinstellen, der verträgt das auch. Flanke aber nicht zeigen, dann ist er schnell weg und das teure Geld auch. So. Ich denke, ist auch soweit gut, aber der könnte auch mal auftanken. Ja. In den Kreis fahren. Dann sieht man hier schon, AP füllt sich auf, entbehrt der gar nicht. Mit stecken bleiben, mit Direktsteuerung selbst fahren. Passiert leider immer. Zu häufig für meinen Geschmack, aber auch nicht sehr häufig, aber zu häufig. Also um geschmeidig zu sein. Aber deswegen wird das schlecht jetzt nicht. Das Spiel jetzt nicht signifikant schlechter. So, der DAP geladen. Wenn da jetzt irgendwas kommt, kriegt er eine Watsch. Halten hier auch ein bisschen. Bei denen ist, glaube ich, die Deckung verschwunden. Schuss haben die auch nicht mehr viel. Die haben auch nichts. Ein MG, also hier das MG-Munition. Der Kollege hat einiges. Jetzt extra so weit gehen. Weißt du was? Da steht doch so ein Panzer. Oh, da kann man sogar rein. Warte mal, das. Ach, der gehört dem noch. Aber ich könnte trotzdem. Ah, ne, kann ich nicht. Ja, oder ich gehe da rüber, das ist aber zu nah am Feindesgebiet. Das mache ich nicht. Hat ihm jetzt eh nichts mehr, glaube ich. Oder die sparen gerade. Was wie schade ist, weil die das wahrscheinlich gar nicht mehr einsetzen können. Und der Kollege hier braucht einen Gegner. Wir wechseln mir aus. Hi. Da ganz viel Wumms, das Ding. So, da fährt der Kanone. Das Nachladen dauert entsprechend lange. Der hat aber mehr Wumms gegen Infanterie als gegen Panzer, muss man ehrlich sagen. Habe ich Angst vor dem Panzer? Ah, schade, Mann, das wäre lustig gewesen. Schade. Vielleicht kämpfen wir aber trotzdem noch. Ich bin mal gespannt. Okay, an sich kann ich nicht mehr groß wechseln. Da wurde der gejuckt von der Seite. Wenn jetzt die Kette im Arsch ist, hab ich keinen Bock mehr. Da ist schon eins zerlegt, den da. Ah, der guckt sich den an. Jetzt hat er noch einen T-34 zerlegt, den da. Eieiei. Da sieht man der T-60 ganz oben, SU-76 auch. Also sehr effizient gespielt. Oh, Kette kaputt, jetzt wird's langweilig. Ich mach's mit Ton aus.